Ja, da wären wir also bei meinen Blu-rays. Ja, man kann es sehen, ein kleiner Minion. Den hat meine Frau mal geschenkt bekommen, so zum selber zusammenbasteln. Auch ganz nett und passt eigentlich auch filmisch dazu. Dann fangen wir mal an. Die Band of Brothers Blu-ray Box. Die Tin Box, die ist mir leider mal runtergefallen beim Umzug und hat jetzt hier eine Delle drin, also schade. The Pacific möchte ich mir eigentlich auch noch holen. Also ich finde die Serie extremst geil und kann sie auch jedem weiterempfehlen. Dann hätten wir hier El Mariachi Komplettbox, die Trilogie. Da spielt Antonio Banderas erst im zweiten Teil mit. Auch sehr gut, auch vom Bild her. Ja gut, der erste Teil, ja, man sieht sein Alter an, also das ist nicht so. König der Löwen als Blu-ray, gehört meiner Frau. Die Lethal Weapon, Komplettbox, die Collection, wunderbar. Also ich kann sie echt jedem empfehlen und die Filme sind sowieso genial. Ein wunderschönes Bild im Übrigen. Dasselbe gilt für, Verzeihung, Zurück in die Zukunft. Die Trilogie, auch auf Blu-ray, wie man sehen kann, klar. Schließlich stehen wir ja hier im Blu-ray-Regal. Wunderbar, auch das Bild genialst und die Filme, was soll ich sagen, Kult. The Walking Dead, Staffel 1 und Staffel 2 im normalen Amari mit Schuber. Dann kommen wir zu Spartacus, Gods of the Arena im Steelbook. Sehr genial und ungeschnitten. Also ich liebe diese Serie. Ich kann es kaum erwarten, bis die zweite Staffel erscheint. Leider verstarb ja Andy Whitfield nach der ersten Staffel. Hier können wir ihn noch sehen. Auch Uncut, komplette erste Staffel. Auch im Schuber. Wirklich schade, man hat sich an ihn als Spartacus gewöhnt, aber ich glaube, der neue macht seine Sache auch recht gut. Dann hätten wir hier Total Recall, die Ultimate Recall Edition mit 3D-Cover. Ich glaube jetzt nicht, dass man das sehen kann, aber auch sehr geiles Bild. Die ist sogar noch, die müsste noch ab 18 sein. Ich meine, der Film ist ja vom Index runter. From Dusk Till Dawn Special Edition, auch auf Blu-ray ungeschnitten. Wie man hier sehen kann, Uncut. Brauche ich auch nichts dazu sagen. Das Bild phänomenal. Die Extras klasse. Auch einer meiner Lieblingsfilme, The Big Lebowski mit Jeff Bridges und John Goodman. Wunderbarer Kultfilm. Also, wer den noch nicht kennt, weiß ich auch nicht. True Grit, das Original. Der Marshall mit John Wayne. Auch sehr toll restauriert. Und auch das Remake hat mir nicht gut gefallen, da war ich sogar damals im Kino. Nur habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, den mir zu besorgen. Dann haben wir hier Never Sleep Again, die Doku über Nightmare on Elm Street. Ob das jetzt das gebraucht hat, dass man das jetzt auf Blu-ray kauft. Schließlich handelt es sich um eine Doku, aber sie ist sehr zu empfehlen. Es gibt auch schon einen zweiten Teil, Never Sleep Again 2, I Am Nancy. Die habe ich jetzt nicht gesehen und die Kritiken sind ja unterschiedlich, was das angeht, aber vielleicht werde ich sie mir auch mal anschauen. Nennt mir hier der Weiße Hai im Steelbook mit der Original-Synchro, yippie-yay-yay. Und sehr geiles Bild im Übrigen. Also, wer den noch nicht hat, holen. Con Air in der Collector's Edition. Ja, die ist leider um eine Minute, glaube ich, geschnitten. Aber ja, vor lauter Euphorie gekauft und dann erst danach nachgeschaut. Hellraiser 1 bis 3, ungeschnitten, wie man sehen kann. Oder kann man das sehen? Ne, steht jetzt nicht drauf, aber das ist die Uncut Box aus Österreich. Das Bild, ja, ist okay, aber da hat man sich mit manch anderem Film mehr Mühe gegeben. Dann hätten wir hier von NSM die Trilogy of the Dead Box, auch im Steelbook. Wunderbar. Da hätten wir hinten,
Night of the Living Dead, Dawn of the Dead und Day of the Dead ungeschnitten. Der Dawn of the Dead Teil ist allerdings der Romero Cut. Also das ist die einzige Schnittfassung, die drauf ist. Schade. Dann hätten wir hier Amazing Spider-Man im Steelbook. Expendables 2, habt ihr ja schon gesehen, im Steelbook. The Thing, das Remake im Steelbook, war eigentlich auch ganz okay für ein Prequel. Scarface, genialst. Also da brauche ich ja, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Wunderschönes Cover, wunderschönes Artwork, wunderbar. Bin sehr begeistert und das Bild einfach genial. Eine Filmempfehlung von mir auf jeden Fall ist Tucker und Dale vs. Evil. Also bei diesem Film kann man wirklich sich schlapp lachen. Also das ist, dieser Film ist so brutal und nimmt die ganzen Horrorfilm-Klischees auf die Schippe. Wunderbar, eine der besten Komödien, die ich kenne. Ted war ich persönlich enttäuscht. Es gab Gags, die gezündet haben und ich mag auch Family Guy, ich mag auch den Family Guy Humor. Aber ja, war irgendwie nicht ganz so meins. Irgendwas. Schöne Bescherung. Musste einfach sein. Zu Weihnachten Pflicht. Hot Fuzz mit Simon Pegg und Nick Frost. Die sind ein absolutes Dreamteam. Und super genial. Das Bild ist auch toll. Kill the Boss. Auch ein schöner Film. Richtig nette Komödie. Richtig fiese Komödie. Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Brauche ich dazu noch was sagen? Nein, eigentlich nicht. Den kennt jeder. Wunderbar. Auch das Bild ist super. The Shining von Kubrick. Auch toll. Gefällt mir sehr. Jack Nicholson als richtig fieser Schriftsteller, der am Schluss durchknallt. Aber das würde ich wahrscheinlich auch in so einem Hotel. Sleepy Hollow im Blu-ray von Tim Burton. Auch ein klasse Film. Reservoir Dogs ungeschnitten. In einer wunderbaren Bildqualität. Sehr zu empfehlen. Jetzt kommen zwei Western. Das wäre einmal hier Rio Lobo mit John Wayne. Das Bild, ja, mittelmäßig. Der schwarze Falke allerdings, einer seiner besten Western. Ein wunderbares Bild und der Film ist sowieso klasse. Also wer den nicht kennt, auch wenn man jetzt nicht auf Western steht, anschauen. Wirklich anschauen. Hätten wir hier Filme, die eh wieder jeder kennt. Shutter Island mit DiCaprio, wunderbar. Inception, dasselbe. Hat mir sehr gut gefallen. Die Reise ins Labyrinth, kann ich jetzt nichts dazu sagen, gehört meiner Frau. Ich einfach unverbesserlich. Ich mag solche animierten Filme einfach. Gehört auch meiner Frau, aber ich schaue es mir auch gern an. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen in der 3D Blu-ray. Und die 2D-Fassung ist natürlich auch mit dabei. Dann hätten wir 69 Hours. Klasse Film. Forrest Gump, kennt ihr ja. Cabin in the Woods, auch wunderbar. School of Rock, der musste einfach sein. Ich als Metal- und Rock-Fan. Tenacious D zum Beispiel, Jack Black. Pflichtfilm. Gremlins, die Collection 1 und 2, Bild, ja. Das fünfte Element, kennt auch jeder, einfach nur genial. Dead and Buried mit Effekten von Stan Winston, diesen Film kann ich auch empfehlen. Tod und Begraben. Das Bild, ja, aber ein netter Horrorfilm, wo man sich gern mal anschauen kann. Weiter geht's mit The Punisher, Warzone, ungeschnitten. Last Boy Scout, das Ziel ist Überleben, in der UK-Fassung, mit deutschem Ton, ungeschnitten. Das Ding aus einer anderen Welt, das Original, tanzt, Moment, wo bin ich hier? Das Kabinett des Schreckens von Tobe Hooper. Auch netter kleiner Horrorfilm für zwischendurch. Tanz der Teufel 2, das Bild. Ich habe ihn mir vor langem mal angeschaut. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie das Bild ist. Ich will jetzt hier auch nicht lügen. Ungeschnitten. Fright Night, das Remake war auch ganz okay. I, Robot kennt jeder. 22 Bullets habe ich gezeigt. D plus C ebenso. Dann hätten wir Piranha und Piranha 2. Sind eigentlich beide ganz okay. Der zweite natürlich schwächer als der erste, aber ich mag ihn auch irgendwie. Machete. Brauche ich nichts dazu sagen, genauso wie Hobo in the Shotgun. Top. Der City High mit Schwarzenegger, auch ganz nett. Predator 1 und Predator 2.
Und Predators, im ersten Teil ist die Bildqualität jetzt nicht so prall, im zweiten schon besser und Predators, ja gut, der ist ja noch nicht so alt. Dann hätten wir Flash Gordon, der musste einfach sein. Das Bild ist erste Sahne und ja, mit der Musik von Queen, macht man nichts falsch. Ein ausgekochter Schlitzohr mit Burt Reynolds. Klasse Film. Ich habe mich damals schon als Kind schlapp gelacht. Ich lache heute noch drüber. Prometheus. Die einen lieben ihn, die einen hassen ihn. Und die einen sind sich unschlüssig. Ich finde ihn eigentlich recht gelungen. Also, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Meisterwerk, für das es beworben wurde. Aber doch, ja, ist visuell beeindruckend. Storytechnisch, naja, gut. Dann hätten wir hier Dark Knight, Dark Knight Batman Begins und Dark Knight Rises. Weiter geht's mit Gran Torino, Kampf der Titanen, das Original. Auch mit Stop-Motion-Effekten. Ich kann die Neuverfilmungen absolut nicht leiden, die sind einfach nur beschissen. Time Crimers, auch ein netter kleiner Zeitreise-Thriller. Sehr spannend gemacht aus Spanien. Payback. Director's Cut, Special Edition mit beiden Schnittfassungen. Genial. Tremors, Teil 1 als Blu-ray. Bildqualität, erste Sahne. Yellow Brick Road habe ich noch nicht gesehen. Taxi Driver, genialst mit Robert De Niro von Martin Scorsese. Bildqualität, toll. Wunderbar, kann man nichts sagen. Das Relikt sehe ich auch sehr gern. Ich kenne auch das Buch. Das Buch ist allerdings ganz anders als der Film. Und dann hätten wir hier noch die glorreichen Sieben. Ich liebe diesen Western. An sich schaue ich gern Western. Und auch dieser hier ist in wunderbarer Bildqualität veröffentlicht worden. Auch ein Danke dafür. Und zu guter Letzt Red Heat mit Schwarzenegger und James Belushi. Oder was heißt zu guter Letzt? Moment, Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Hier oben. Ich hoffe, man kann es sehen. Steht meine Bond 50 Blu-ray Box mit allen Bond-Filmen, bis auf Sag niemals nie, der inoffizielle James Bond. Und es ist Platz im hinteren Regal für den neuesten Bond-Film Skyfall. Also ich bin sehr begeistert von dieser Box, kann man sagen. Gut, das war's von meiner Seite aus. Jetzt hat man mich vielleicht sogar noch gerade gesehen. Ich danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.